Zuletzt bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Um Bowsers Erinnerung wieder ein wenig auf die Sprünge zu helfen, gingen Mario und Luigi in sein Gehirn und kämpften hier gegen Memory-Versionen ihrer selbst, da diese in Bowsers Gehirn als Verteidigungsmechanismus aktiviert wurden. Nach einem Sieg in diesem Kampf konnten allerdings Bowsers Erinnerungen wieder hergestellt werden, das zweite Sternenserum im Tresor gefunden werden, allerdings wurde Bowser von seinen eigenen Schergen hintergangen und in den Tresor gesperrt. Nun lassen Mario und Luigi Bowser erstmal allein, weil sie haben das Sternenserum erhalten, ne? Und suchen nun nach dem dritten und letzten. Wenn ihr das tagesaktuell gucken solltet, was wahrscheinlich über die Dauer des Projekts die wenigsten tun, einen wunderbaren zweiten Weihnachtsfeiertag. Zumindest wenn alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, kommt diese Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag in eure Abo-Box gespült und ich hoffe, ihr seid schön vollgefressen mit leckeren Gerichten und habt schöne Bescherungen bekommen und verbringt Zeit mit Menschen, die euch wichtig sind oder ihr zockt einfach den ganzen Tag. Das habe ich früher an Weihnachten auch gemacht. So, wir gucken uns heute ein bisschen um in Toad Town, denn ich glaube, hier gibt es einiges für uns zu entdecken. Und ihr habt mir schon vor einigen Parts einen Kommentar geschrieben oder mehrere Kommentare geschrieben. Das ist irgendwo in Toad Town, ich glaube, oben links war die Beschreibung, einen Toad gibt, welcher mir sagt, in welchen Bereichen der Welt ich noch Bohnen finden kann. Und das wäre natürlich dann für das Absolvieren der 100% ultra wichtig. Und den würde ich gern finden. Wollt ihr gern mehr wissen? Ja, will ich gern. Sucht den Pilzball. Wir haben hier auf der Einkaufsmeile überall Pilzbälle versteckt. Bringt sie mir. Ihr dürft behalten, was in den Bällen versteckt ist und was für fantastische Dinge in den Bällen versteckt sind. Viele Pilzbälle sind allerdings unsichtbar. In unsichtbaren Blöcken, im Boden, hinter Mauern. Ich weiß, ihr seid Spezialisten, also haltet die Augen offen nach möglichen Verstecken. Manche findet ihr auch nur, wenn ihr euch in den Boden bohrt. Die Bälle sind überall versteckt. Macht euch auf die Suche, ihr zwei. Ach ja, es gibt 16 Stück. 16 unsichtbare Pilzbälle. Hier, da. Oder muss ich hier bohren? Ja! Jo! Okay, Freunde. Da haben wir doch auch schon unsere erste Quest zu absolvieren, Freunde. Wir müssen Pilzbälle suchen. Interessant. Sehr, sehr... Aha. Aha, zack, da ist der nächste. Yo, wie cool. Okay, das werden wir jetzt natürlich direkt machen, Freunde. Weil ich jetzt auf jeden Fall, beziehungsweise wir müssen jetzt einmal so Stück für Stück anfangen, so ein bisschen auf die 100% zu gehen. Ne? Jetzt noch nicht übertrieben, wir müssen jetzt noch nicht 20 Parts in Folge jetzt nur 100% Stuff machen. Aber wir kommen jetzt dann doch, aha, da war was. Ich hab's genau gesehen. Wir kommen jetzt dann doch langsam an den Punkt, wo wir uns jetzt dann so Stück für Stück doch darum kümmern müssen, hier mal ein bisschen, Fortschritt in Richtung 100% zu machen, Nebenquests zu absolvieren und. Und ich glaube, vielleicht ist jetzt jedoch ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen. So, direkt 16 Stück gibt es und dann gucken wir uns jetzt einfach mal um. Aber es ist ja auf der gesamten Einkaufsmeile, ne? Das ist natürlich nur die Frage. Wie groß ist die Einkaufsmeile? Aha, hier. Let's go. Also ist das nur dieses Kartengebiet? Nee, wahrscheinlich auch noch das da drüben irgendwo, ne? So, ist hier noch irgendwo was? Nee. Aber das hier gehört safe auch noch dazu. Ja. Okay, da muss ich mich wieder in den Boden bohren. Let's go. Und dann werde ich, denke ich, auch offscreen dann aber Stück für Stück vielleicht auch dann Bereiche in Bowser absolvieren. Ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich so spannend für euch zum Angucken ist. Da können wir uns dann bei Gelegenheit nochmal drum kümmern. Ne? Oder ob ich einfach sage, yo Leute, ich habe jetzt in diesem Bereich habe ich jetzt 100%et. Ich habe dabei das und das gefunden. Hallo. Sehr schön. Und die Items gefunden. Ne? Irgendwie sowas in die Richtung. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann am besten machen. So, aber wir machen das, glaube ich, aktuell ganz gut mit den Pilzbällen. Das Problem ist nur, ich habe die böse Vermutung, dass wir nicht alle Pilzbälle finden können. Weil ich habe mir das böse Gefühl, dass hinter dem auch ein Pilzball sein könnte. Na, wobei, ich meine, die haben die ja versteckt. Und ich meine, die Toads könnten ja theoretisch auch nicht hinter die großen Toads kommen, ne? Das heißt, rein theoretisch dürfte eigentlich hinter so großen Toads
nichts sein, weil da die Toads genauso wenig hinkommen wie ich. Aber warte mal, das war jetzt noch nicht alles, ne? So, wie viele Pilzbälle haben wir aktuell? Passt auf, lass uns das mal überprüfen. Wenn ich jetzt auf Statistiken gehe. Ne, Minispiele, Bohnen, Attackenfragmente. Nee, das brauche ich alles noch nicht. Aber jetzt sehen wir hier solche Grübchenwald, fehlen mir noch super viele. Kapbäuerchen, ne, das ist alles, was quasi draußen ist. Auch in der Festung. Entschuldigung, den Tunnel haben wir schon abgeschlossen. Das ist doch eine schöne Sache. Auch den Schlummerturm haben wir abgeschlossen. Und die Rumpelkammer? Aha, aha. Pumpenkammer fehlen mir 6. Speckkammer noch 2. Verdammte Axt. Energiekammer noch 2. Verdammte Axt. In der Luftkammer noch 44. Ich glaube, da war ich noch nicht. Ja, aber ist doch gar nicht so viel. 6 in der Pumpenkammer, 2 hier, 2 da. Müssen wir halt ein bisschen auf die Suche gehen. Aber, warte mal, deswegen war ich jetzt eigentlich gar nicht im Inventar. Ich wollte eigentlich herausfinden, wie viele von den Bällen ich schon habe. So, passt mal auf. Ist das hier bei Schlüsseln? Nee, das sind einfach nur so. Und hier sind diese Bohnen, die ich auch an der Stelle irgendwie mal verteilen kann. Na, ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, ich werde Bowser mit den Bohnen nicht pushen. Real Talk. Ich habe nicht das Gefühl, dass Bowser kampftechnisch aktuell irgendwelche Probleme hat. Ich werde einfach wirklich, glaube ich, die beiden Bros damit pushen. Weil die auch, glaube ich, die meisten Kämpfe am Ende des Tages einfach führen müssen. Oh, sehr schön. Und hier die Schneidbohne ist für den Bart. Na, den Bart pushen wir bei Mario. Luigi ist sowieso gefühlt in allem aktuell besser. Und dann können wir jetzt aber noch nicht, zumindest wenn ich das richtig gesehen habe, die Pilzbälle selber öffnen, sondern das müssen wir dann wahrscheinlich diesen Toad übernehmen lassen. Vermute ich mal ganz stark. Ich laufe hier nochmal ein bisschen rum, aber ich meine, einiges haben wir ja schon gefunden, ne? So, hi! Ah, ihr habt was gefunden! 10 Stück, machen wir sie auf! Oh, seht mal! 50 Coins, 5 Superpilze, 100 Coins, 5 Supersirup, 200 Coins, 5 Supernüsse, 300 Coins, 5 One-Up-Pilze, 500 Coins, Schatzbrille. Okay. Schatzbrille. Aber haben die gerade gesagt, vielleicht ist in den Läden was versteckt? Hat er das gerade gesagt? In unsichtbaren Blöcken hinter Mauern sucht nach auffälligen Stellen, ihr findet die Bälle. Manche findet ihr nur, wenn ihr euch in den Boden bohrt. Es sind jetzt noch 6 Bälle übrig. Okay, warte mal. Aber warte mal. Zeigt uns die Schatzbrille eventuell versteckte Items? Das wäre natürlich mega geil. Siehst du jeden Schatz? Let's go. Okay. Dann ziehen wir uns die Schatzbrille doch mal an, Freunde. Und dann gucken wir mal, ob der Kollege uns dabei hilft, hier vielleicht noch was Spannendes zu finden. So, ich werde jetzt, glaube ich, wirklich mal in die Läden reingehen. Ne? Vielleicht bringt uns das was. Das werden wir jetzt herausfinden. Haben wir hier was Schönes? Nee, zumindest nicht bei dem Meister. Ja, aber 6 ist halt echt nicht wenig, wenn ihr mich fragt. Also irgendwie hätte ich gedacht, dass wir ein bisschen erfolgreicher sind. Oh, ist hier irgendwas? Nee, ich werde jetzt hier auch mal in den Laden reingehen. Nee, aber auch hier sind keine Items. Ich glaube, in den Läden kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber wie äußert sich das, dass wir die Items sehen? Ist das... Aha! Hier ist was. Im Boden. Aber das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz gesehen, muss ich sagen. So, aber noch 5. Aha, hier? Moment. Da ist es nur dieser Toad, was ein bisschen ätzend ist. Oh, da muss ich, glaube ich, in den Boden reinbohren, oder? Nee, warte mal, wo war das Ausrufezeichen? Hier. Jawollo. Freunde, noch 4. Noch 4. Ich glaube, wenn es jetzt zu lange dauert, werde ich euch das natürlich cutten, Freunde. Keine Frage. Aber ein bisschen suche ich jetzt noch hier mit euch. Na, kann ich hier irgendwo rein? Ist vielleicht hier drin was bei dem Wahrsager? Kann sich hier drin irgendwo ein Item verbergen? Ich glaube fast nicht. Und ich glaube, die Schatzbrille zeigt uns, glaube ich, nur unsichtbare Blöcke an, die in der Luft schweben. Und die werden dann, glaube ich, so weiß umrandet. Ich meine mich zumindest zu erinnern, dass das in Superstar Saga oder Dream Team Bros., ne, einem der beiden Games so war. Aber ich hätte die Schatzbrille natürlich nach dieser Schatzsuche auch gleich wieder ausziehen.
weil jetzt irgendwie nicht so erfolgreich ist, wie ich mir das gewünscht habe. Ich sag's, wie es ist. Ich habe mir da was irgendwie heftigeren Support vorgestellt. Ich schaue jetzt mal hier hoch, ob das irgendwie auch noch zur Einkaufsmeile dazugehört. Ich glaube aber nicht. Aber ich meine, hier ist auch noch viel Wiese, die wir überprüfen können. Nee. Ich glaube nicht, dass das dazugehört. Dann geben wir die doch nochmal ganz kurz ab. Hi! Ich hab was gefunden! 2 Bälle! Seht mal! 1000 Münzen, ne? Und 5 Herz und Abwehrbohnen. Geil. Ihr habt aber noch nicht alle. Euch fehlen noch 4. Ihr habt schon viele gefunden. Weiter so. Ja, aber Bro, gib doch mal Tipps, Diggi. Komm schon. Mach doch nicht diesen. Gönn doch mal ein paar Tipps. Ich suche, Freunde, ich suche. Hier. Hier hinterm Shop. Uiuiuiui. Sehr gut. Noch 3. Aha, hier neben dem Ordensstore ist noch einer. Noch 2. Aber jetzt habe ich eigentlich alles einmal überprüft. Oh, man. So close. So close. So, welche Belohnung kriege ich dafür? Mein Bester. 5 Spezial- und Schneidbohnen und 5 Kraft- und Tempobohnen. Okay. Ihr habt aber nicht alle. Euch fehlen noch 2. Nächstes Mal Mann, bekommt ihr noch geileren Scheiß. Ja, wenn es noch ein nächstes Mal gibt, Mann. Oh, Bro. Hier, einfach an dem Baum. Oh mein Gott. Aber im Boden. Okay. Oh, noch einer, Freunde. Noch einer. So, Freunde. Was ist im vorletzten Pilzball drin? 2000 Münzen. Holy shit. Ihr habt noch nicht alle gefunden. Einer fehlt euch noch. Ein bisschen umherspringen könnte hilfreich sein. Ja, Bro, danke. Hier. Jawollo. Let's go. Hier unten an der Treppe. Alles klar. Okay, Freunde. Dann hat das zumindest schon mal funktioniert. Das ist doch eine sehr, sehr schöne Sache. Und was ist jetzt der Ultrapreis, den ich für diese epische Pilzball-Schlacht oder Suche bekomme? Seht mal. Den Schildorden. What? Ihr seid die Besten, das war der Hauptpreis. Glückwunsch! What? Einfach ein Orden? Hier, ne? Verringert den Schaden durch gegnerische Angriffe 2 Runden lang auf 50%. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Gerade in Bosskämpfen sehr, sehr, sehr interessant. Ich bleibe mal trotzdem beim Pilzorden, aber schön, das auf jeden Fall zu besitzen, sage ich mal, ne? Das hat was. So, und jetzt suche ich trotzdem noch weiterhin den Toad, der uns so ein bisschen dabei helfen kann, wo wir irgendwas, wo wir Bohnen übersehen haben. Hey Mario, sieh mich an, ich kann mich kaum bewegen. Der Doktor sagt, das wird aber wieder. Der ist so komisch, ich mache mir Sorgen. Meinst du, dass ich durch Sonnenbaden gesund werde? Wie auch immer, die Klinik von der Dr. Horoskopus T ist auf der Einkaufsmeile. Ja, das ist schön. Aber, hier geht's für mich nicht rein, ne? Nee. Doch, jetzt schon. What? Hi. Ich habe etwas zur Vorbeugung. Ich habe das Haus zu einer Sauna umgebaut. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Ja, wir waren hier schon, ne? Mehr schwitzen. Nee, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Tod ihr meint, der mir hier hilft. Aber schaut mal, Freunde. Was haben wir denn hier? Jetzt kann ich hier durch und mir zumindest mal hier einiges an Bohnen schon mal mitnehmen. Good stuff. Ich meine, wir waren ja hier an der Stelle auch schon, ne? Das sind ja Orte, die uns schon bekannt sind. Ja, genau, da kann man sich jetzt hier wieder nach oben fallen. Hier war die Stelle, an welcher man... Warum war hier das? Ich weiß nicht mehr. Hier war die Stelle, an welcher man den blauen Panzer bekommen hat, ne? Diese blaue Panzerfähigkeit. So, aber ich nehme auch gerne die Blöcke hier mit. Und ich gehe auch gerne hier runter, weil ich gesehen habe, dass hier unten, glaube ich, dann auch noch ein Block war. So sieht's aus mit dem engen Gürtel. Okay, überprüfen wir den mal. Ich muss jetzt sowieso die Schatzbrille wieder ablegen. Was ist der enge Gürtel? Eine zufällige Paarattacke kostet deutlich weniger EP. Okay, auch nicht schlecht. Aber, oh Gott, was hatte ich denn auf dem? Ich glaube, ich hatte die Exzellenzsocken, ne? Genau, um BP wieder aufzufüllen. Ja, doch.
Das fühle ich mehr. So, aber ja, nachdem ich jetzt zumindest aktuell noch nicht weiß, welcher Toad mir mit dem Bohnen hilft, vielleicht war der auch irgendwo in Bowser drin, vielleicht war das irgendwie gar keine Fähigkeit, die man in Toad Town bekommt, sondern in Bowsers Körper, können wir es auf jeden Fall mal überprüfen. Und wir können mal nachschauen, was hier bei dieser gelben Röhre abgeht. Ne? Das fühlten sie mich wieder hier unten hin. Ich erinnere mich daran. Aber das ist jetzt zumindest ein Ort, den ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht überprüfen will. So, da wären wir wieder zurück in Town. Wir können theoretisch noch schauen, ob hier irgendwas geht. Ne? Warte mal, hier, da, ne? Im Brunnen, da sind Blöcke. Warte mal, da brauche ich, glaube ich, auch die blaue Panzerfähigkeit. Kann das sein? Kann ich mir die vielleicht von oben holen? Geht das? Nee, geht nicht, weil da müsste ich mich hier durch den Boden durchackern. Wie komme ich an diese Blöcke ran? Ich habe das Gefühl, da müsste ich in der Stadt hier irgendwo... Oh, guck mal. Da müsste ich in der Stadt die blaue Panzerfähigkeit irgendwo finden. Hallöchen! Mario, du achtest ja auf deine Gesundheit, ne? Spring immer schön weiter, dann bleibst du fit. Dankeschön, mein Bester. Warte mal, schau mal, man kommt hier irgendwie rein. Aber ich glaube, von der anderen Seite. Aber das Haus ist noch versperrt. Okay. Da oben ist die blaue Shell. Okay, wie komme ich da hoch? Schaut mal. Da komme ich doch safe über den Torbogen hier. Und dann komme ich hier. Da ist sogar noch eine Bohne. Du. Was ist denn hier los? Wie komme ich da hoch? Warte mal, hat das vielleicht was mit dem Haus zu tun? Kann ich in dem Haus an Höhe gewinnen? Nee, das war ja das Haus, wo wir im Intro die Metabolie das erste Mal gesehen haben. Nee, hier geht's auch erstmal nicht weiter. Freunde, ich bin stark verwirrt. Irgendwie muss man auf die Mauer hochkommen. Aber wann, wo, wie? Vielleicht hier an der Stelle? Aber da komme ich auch an dem noch nicht vorbei. Also, ich habe das Gefühl, dass wir es noch lernen, diese Toads zu heilen. Also, dass Toad Town irgendwann nicht mehr gefüllt mit dicken Toads ist, sondern dass die dann irgendwann schrumpfen. Und ich glaube, wenn das passiert, dann haben wir gute Chancen, noch mehr Geheimnisse zu finden. So, jetzt gehen wir aber erstmal in den Laden, weil ich habe mittlerweile den passenden Orden, dass wir uns hier besseren Stuff leisten können. So, jetzt schauen wir mal nach. 2000 gewährt bei Paarattacken mehr Energie für die Ordensleiste. Ich würde 12 BP bekommen. Aber 18 verlieren, fühle ich nicht so. Aber Promi-Hose ballert. Dass dir nie schwindelig wird. Aber es wird halt wieder nicht unser Angriff erhöht, ne? Ich meine, aktuell habe ich die lange Hose. Ich weiß gar nicht, was die für einen Effekt hatte. Ich glaube, gar keinen. Ich glaube, einfach nur schöner Stuff. Aber minus 5 KP, minus 5 Geschwindigkeit. Für insgesamt 25 Extrawerte. Let's go, Freunde. Da sehe ich uns. Das ziehen wir doch direkt mal an. So, und Luigi können wir die halt hier... Wow, die können wir dem auch kaufen. Die Heldenhose ist instant raus. Luigi kriegt 38 Stats dafür, nur um 10 Geschwindigkeit zu verlieren. Ja, safe. Ja, safe ziehen die beide die Promi-Hose an. So, wir nehmen natürlich die Bonuskarte, um uns hier leider nur 10% zu sichern. So, und was geht hier ab? BP plus Socken. Erhöhen die BP. Okay. Tolle Socken. Stellen schrittweise BP wieder her. Auch geil. Gegner lassen nach einer Hammerattacke ein Item fallen. Lassen dich noch kräftiger mit dem Hammer zuschlagen. Erhöhen sie die Stärke der Sprungattacke. Paar Attacken kosten weniger BP. Soll ich die BP Plus Socken einfach anziehen? Also, irgendwie. Statt der Exzellenzsocken. Na? Ja, doch. Warum nicht? Warum nicht, Freunde? Und jetzt schauen wir mal, was wir Luigi noch gönnen können. Der würde 22 Verteidigung verlieren für 22 Extra-Stats. Nee. Nee, ich glaube... Oh, schaut mal, der könnte hier 40 Bart bekommen. Ja, aber dann würde ich wieder... Ja, nee. Nee, das Bart-Game ist durch. Das Bart-Game, Freunde, ist durch. Wir kriegen leider wieder nur 10%, was ärgerlich ist, aber... Münztechnisch sind wir immer noch, glaube ich, ganz gut unterwegs. Alles klar. Aber irgendwie, ich finde nichts mehr, was meinen Angriff erhöht. Also ich kann alle Stats erhöhen. Mario bleibt aber weiterhin angriffstechnischen Volllappen.
Und ich glaube, hier darf ich noch nicht einkaufen, ne? Weil mir, glaube ich, der Rang fehlt. Ja, nur Sternrang und höher. Da bin ich leider noch zu lappenhaft dafür. Machst du nix, ne? Aber dann speichern wir kurz, weil ich habe alle Sternbälle gefunden. Das hätte ich sehr, sehr gerne abgespeichert. Ich weiß nicht, ob ich die alle nochmal finde. Ich sag's, wie es ist. Und dann reden wir mal mit unserem Horoskop-Dude, ob wir irgendwo was finden, was wir brauchen. Wo das dritte Sternenserum ist, Meister. Ha, eine Vision, sehe ich was? Ja. Habt ihr Glück? Ja, ihr sucht Informationen über die drei Hüter und ich hab sie. Meer, Sandstrand, Klippen. Ist dort einer der Hüter? Ja. Das Meer, der Kariesstrand. Ja, am Meer, aber hoch über dem Meeresspiegel. Lebt dieser Hüter oben, wo die Luft dünn ist? Ja. Wir werden das schon schaffen, also los. Kann ich als Arzt Aufenthalt in Höhenluft empfehlen? Nein. Ach stimmt, Sie sind ja Arzt. Bevor ich euch gehen lasse, muss ich euch untersuchen, wie ihr Höhenluft vertragt. Hier lang. What? Was passiert denn jetzt? Misst die Maschine eure Atemluft? Ihr könnt sicher sein, dass sie das tut. Mario, stell dich mal hier hin. Was passiert jetzt? Jetzt sanft einatmen. Pusten. Okay. In Ordnung, fertig. Hast ein gewaltiges Lungenvolumen und wie? Damit sollten große Höhen kein Problem sein. Jetzt ist Luigi an der Reihe. Hier rüber bitte. Okay. Bist du soweit? Dann puste. Oh boy. Nicht so gut. Noch einmal. Holy shit. Doktor, Achtung, die Luftschächte sind beschädigt. Ah, meine Maschine ist an die Klimaanlage angeschlossen. Die Fehlfunktion meiner Maschine hat die Belüftung beschädigt. Nur wird Luigi Probleme mit Höhenluft haben? Nein. Genau genommen atmet er sogar zu stark aus. Solltet ihr euch auf den Weg zum Kariesstrand machen? Ja, safe. Und sollte ich versuchen, diesen Apparat zu reparieren? Ja, vermutlich. Nein. Okay, beide haben geisteskrankes Volumen, Lungenvolumen. In Ordnung. Finde ich gut. Polly, beruhig dich. Es ist nur Luft. Stell dich nicht so an. Wichtige Mitteilung. Polly mag nicht mehr. Polly will heim. Polly streikt. Polly überarbeitet. Mario, könnt ihr Polly fangen? Sie hat den Ausgang versperrt und den Schlüssel stibitzt. Jetzt kann ich nicht nach draußen und die Handwerker rufen. Ja, gerne. Hier wahrscheinlich, ne? Was tust du da, Mario? Du liebe Zeit, du bist ja ganz aufgebläht. Interessant. Luigi, versuch mal zu springen. Ah. Und jetzt kommen wir so auch auf die Mauer in Toontown wetten. Nun, wie wird Mario jetzt wieder normal? Ja, ausatmen. Wenn Mario aufgeblasen ist wie ein Ballon, dann könnt ihr mit B höher springen. Mit A atmet Mario aus und schrumpft auf Normalgröße. Ja. Let's go. Hui. So, warte mal. Und wie fange ich den Kollegen jetzt? Einfach hier hinstellen? Ich hüpfe einfach mal. Jawollo! Polly gefangen! Polly ist so süß, so ein richtiges kleines Entlein so. Danke Luigi und danke Mario. Mit diesem Ballontrick werdet ihr sicher zu neuen Höhen aufsteigen. Wenn ihr Stellen findet, an denen Luft austritt, solltet ihr sie nutzen. Ihr wollt zum Kariesstrand, oder? Geht am besten vom Migränesee aus nach Süden. Wichtige Mitteilung. Polly, was ist jetzt wieder? Komm her! Latzhosen warm, gemütlich. Polly baut ein Nest. Was? Sieht aus, als hättest du einen Untermieter. Aber sie kann helfen. Polly zeigt Mario den Weg, ja? Polly hat verstanden. Polly zeigt den Weg. Tut mir leid, Mario. Kümmert euch gut um unsere Polly, versprochen? Lol. Wir haben einfach eine Ente dabei. Ja, auch irgendwie süß. So, aber ich will jetzt dann doch noch überprüfen, ob ich auf die Mauer hochkomme, ne? Weil ich habe da... Ah, nee, warte mal. Ich glaube, das ist wieder geblockt durch so einen Toad, durch so einen aufgeblähten Toad, oder? Kann ich hier irgendwas Sinnvolles tun? Nee, aber ich glaube hier drüben, das hat man vorhin über die Mauer gesehen. Da tritt Luft aus.
Aber wir kommen da noch nicht hin. Und dann könnte ich auf die Mauer hüpfen und dann könnte ich die blaue Scherbe bekommen und dann würde auf einmal alles am Ende des Tages Sinn ergeben. Okay, dann haben wir heute eine kleine Toad Town Folge gemacht. Wir haben aber alle Sternbälle gefunden. Wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Ja, ich glaube, das kann sich am Ende des Tages sehen lassen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Mario und Luigi Abenteuerbowser für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.